Hallo, in diesem Video möchte ich die Stetigkeit für alle Funktionen beweisen, die so aufgebaut sind. Das Ganze nicht mit Formeln, also benutzt das, was ich jetzt hier schreibe, am besten nicht in euren Prüfungen, aber schon mal logisch vom Verständnis her, warum das so ist. So, wir gucken uns erstmal an, was haben wir gegeben. Wir haben hier eine beliebige Menge gegeben. Lasst euch von den Doppelpunkten hier nicht stören, die schreibe ich, weil ich damit sagen will, dass es so definiert ist und nicht, dass es wahr oder falsch sein kann. So, wir haben also unsere Menge gegeben mit irgendwelchen Elementen. Ich habe sie hier einfach x1 bis xn genannt. Und hier steht, dass die Mächtigkeit unserer Menge n ein von n ist. Was einfach nur bedeuten soll, dass p eine endliche Menge ist. Eine beliebige endliche Menge. Und die Funktion f ist definiert dadurch, dass sie p, also unsere endliche Menge, in die reellen Zahlen abbildet. Und jetzt steht hier, beweise, dass alle Funktionen in f stetig sind. Ich finde, Beweise hört sich immer sehr schwer an vom Wort her. Und da geht meine Lust gleich wieder weg. Ich finde das Wort statt Beweise, begründe, viel besser. Weil wir wollen uns jetzt in diesem Video, oder ich will in diesem Video ja jetzt erklären, warum das eigentlich so ist. Ich will das Warum erklären, ich will es gar nicht unbedingt beweisen. Ich will eigentlich nur erklären, warum das so ist und nicht anders sein kann. So, hier nochmal zur Erinnerung, die Bedingung, unter welcher man eine Funktion stetig nennen kann. Kurz erklärt, wenn ich jetzt ein beliebiges a aus meiner Menge p nehme und dann eine Folge dazu bestimme, die gegen dieses a geht, dann kann ich diese Folge auch in f einsetzen, also in meiner Funktion. Und der Grenzwert von dem, was ich da einsetze, das klang falsch. Der Grenzwert von den Funktionswerten von dieser Folge, die ich einsetze, so, geht gegen den Funktionswert von dem Grenzwert. Wer das nicht wusste, wer das nicht verstanden hat, der guckt sich am besten erstmal nochmal was anderes an, wie das mit der Stetigkeit war. So, und das muss für alle a gelten. Oder p oder wie auch immer. Also für alle Elemente, die in dieser Menge drin sind. Ich hätte hier auch schreiben können, für alle x, i zum Beispiel. Aber ich wollte jetzt hier ein bisschen was Allgemeineres haben, bis auf das p. Naja, wie dem auch sei, ich würde das Ganze gerne an einem Beispiel erklären. Die Überleitung ist dann relativ einfach. Wir machen das nämlich mal mit konkreten Zahlen. Wir sagen, unsere Menge p ist definiert als 1, 2, 3, 4. So, wir sagen jetzt, für alle a aus unserer Menge muss es gelten. Also wir müssen dann irgendwelche Folgen aufstellen, die jeweils als Grenzwert einmal 1 haben, einmal 2, einmal 3 und einmal 4. Ich würde es einfach mal am Beispiel von der 3 machen. Wir überlegen uns jetzt einfach mal Folgen, die gegen die 3 gehen. Was könnte das sein? 1, 2, 3. So, ist aber noch nicht ganz vollständig, weil wir wissen ja, Folgen müssen immer unendlich viele Glieder haben. Wenn es nicht unendlich viele Glieder sind, dann ist es auch keine Folge. Deswegen sind Männer auch keine Folge. Spaß beiseite. Das heißt, unsere Folge könnte jetzt einfach weitergehen mit immer mehr 3. Dann würde sie gegen 3 gehen. Die Folge könnte natürlich auch einfach von vornherein von 3 anfangen. Man könnte natürlich auch 1, 2, 1, 2 irgendwie so ein bisschen hin und her springen. Und irgendwann schreibt man dann die 3. Irgendwann kommen dann die 3 und dann nichts anderes mehr. Was wir also im Grunde feststellen ist, dass... Oh, hier habe ich auch vergessen, das weiterzumachen. So, und hier auch natürlich. Was wir feststellen ist, wenn wir eine Folge hier in unserem p haben wollen, die gegen 3 konvergiert, dann muss es eine Folge sein, die irgendwann nur noch 3 hat. So, hier sind nur noch 3 und hier sind von vornherein nur 3. Und hier sind ganz... Also hier geht es ein bisschen hin und her, aber dann kommen nur noch 3. Das heißt, dass alle Folgen, die ich aus diesem p machen kann, die jetzt gegen 3 gehen, irgendwann zu einer konstanten Folge werden. Also man könnte auch sagen, bei mir im Mathebuch steht das, die Folge ist dann fast immer 3. Wobei fast immer dadurch definiert ist, dass diese Zahlen hier vorne abzählbar sind. Also dass man sagen kann, das sind 5 oder 10 und nicht unendlich oder so. Aber das nur am Rande. Also wichtig ist, unsere Folgen, die gegen 3 konvergieren sollen, werden irgendwann 3 und bleiben da als konstant. Kleiner Schwenker mit einem Gegenbeispiel, wenn wir jetzt hier wieder so einen Strahl von reellen Zahlen hätten, also nicht 1, 2, 3, 4, sondern reelle Zahlen, und dann haben wir hier zum Beispiel eine 3 und hier eine 4, wie viele Glieder sind denn hier in der Mitte? Wenn jetzt irgendwas gegen 4 konvergieren sollte, wie viele sind denn hier in der Mitte? Und das ist das Problem, es sind unendlich. Das heißt, ich würde hier, wenn hier irgendwas gegen 4 konvergiert, würde ich keine konstante Folge kriegen, sondern immer kleinere Zahlen, die, oder so immer Zahlen, die immer mehr an der 4 dran sind. Aber keine 4er Folge, nicht zwangsläufig. Das ist ein wesentlicher Unterschied an der Stelle, wo wir sagen, wir haben eine endliche Menge als Basis. Also, Basis hört sich jetzt blöd an, weil ist ja sehr vieldeutig, also als Quellmenge. Unsere Quellmenge ist eine endliche Menge. So, das nur am Rande. So, ich scanne das auch mal ab. Und jetzt überlegen wir uns, was heißt denn eigentlich nochmal Grenzwert? Wir können uns hier mal so ein Koordinatensystem zeichnen und sagen zum Beispiel, hier ist die 5. Wir sind jetzt mal wieder in den reellen Zahlen, nur als allgemeines Beispiel. Und dann haben wir hier irgendeine Kurve, und die geht immer mehr an die 5 dran. Und Grenzwert 5 heißt jetzt, dass irgendwie fast alle Zahlen, die hier irgendwie drin sind, die ich hier eingezeichnet habe, in Form einer Kurve, dass die alle immer näher an der 5 sind. Man sagt nicht wie nah, aber immer näher. Konkret also, ich könnte sagen,
Hier, das sind Zahlen, die sind nicht nah an der 5, aber alle darüber sind nah an der 5. Ich könnte auch hier so eine Grenze ziehen und sagen, ja gut, aber ab hier sind sie alle sehr klein an der 5. Und diese Grenze kann ich einmal weiter ziehen. Das heißt, auf bis auf ein paar Ausnahmen sozusagen, nämlich diese hier, ist alles schon fast 5. So, nur mal um dasselbe zu benutzen von, wir sind wieder in unserer P-Menge, bis auf ein paar Ausnahmen, das sind jetzt diese hier und diese hier, ist eigentlich im Grunde alles 3. Ist ja klar, wir haben ja auch gerade gesagt, das sind hier alles Folgen, die haben den Grenzwert 3. Also passt es ja wieder. Dann mache ich das mal wieder weg hier. Das heißt, beim Grenzwert interessieren eigentlich gar nicht diese Ausnahmen hier, die hier eingezeichnet sind. Jetzt habe ich ja dieselbe Farbe. Hier, diese Ausnahmen interessieren eigentlich gar nicht. Wir wollen uns eigentlich nur das Ding hier angucken beim Grenzwert. Und das ist genau der Punkt, wo wir das Ganze begründen können. Wenn wir uns jetzt nur die Dreien angucken, wenn wir nur sagen, okay, wir packen jetzt die Dreien hier als da rein und diese Dreien da rein, dann kommt natürlich auch eine 3 als Grenzwert da raus. Haben wir ja gerade gesagt, wir haben ja hier Folgen, die überall den Grenzwert 3 haben. So. Und wenn ich jetzt diese ganzen Dreien, wenn ich nur die ganzen Dreien da rein tue, dann kommt natürlich auch hier was raus, was auf der 3 basiert. Weil an der Stelle stehen ja nur Dreien. Und wir haben ja gelernt, eine konstante Folge hat den Wert dieser Konstanten als Grenzwert. Und wenn ich das in eine Funktion tue, dann ist es der gleiche Funktionswert wie der Funktionswert der Folgeglieder, die ja auch alle 3 sind, weil f von 3 ist f von 3 oder f von 4 ist f von 4 und f von 5 ist f von 5. Egal wie viel 100 Millionen unendlich mal ich f von 5 hinschreibe, es wird immer f von 5 sein. So, das bedeutet für uns konkret in diesem Fall, für unsere 3, wir haben jetzt unsere Folgen hier aufgestellt, dass unsere Funktion im Punkt 3 stetig ist. Weil wir haben gezeigt, okay, irgendwann wird die 3, wenn ich eine Folge haben will, die gegen 3 geht, dann wird das irgendwie irgendwann konstant sein. Und eine konstante Folge ist halt stetig. Mathematik, glaube ich, nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, und wir könnten natürlich statt der 3 auch genau dasselbe mal mit der 4 machen. Aber bevor ich das jetzt alles hinschreibe, spare ich mir das. Ihr könnt euch denken, mit der 4 endet es genauso. Irgendwann wird auch die 4 eine konstante Folge werden. Und da ist genau wieder dasselbe Spiel. Da gilt diese Formel hier eben auch wieder. Und das kann ich auch mit der 2 machen und das kann ich auch mit der 1 machen. Und wenn ich eine Menge hätte, die noch eine 5 hat, dann geht es auch mit der 5 und mit der 6 und mit der 7 und mit der 8 und mit der 9 und mit der 10 und mit allen. Und das ist die Begründung, rein logisch erstmal, dafür, dass wenn ich eine Menge habe, die endlich ist, dann kann ich irgendeine Funktion nehmen, egal welche. Und die Funktion wird immer stetig sein, wenn sie auf Basis, also wenn sie als Quellmenge diese endliche Menge hat. So, und das war auch insgesamt die logische Begründung. Vielleicht als kleinen Hinweis noch, hier stand jetzt, wir sollen das ja beweisen. Ich habe es ja jetzt mehr irgendwie so ein bisschen erklärt. Und Mathematiker würde das überhaupt nicht annehmen. Wenn ich das jetzt wirklich beweisen wollte, dann würde ich beweisen wollen, dass in einer endlichen Menge, die ja gegeben ist, alle Folgen, die einen Grenzwert haben sollen, irgendwann zu konstanten Folgen werden müssen. Das ist das, was ich beweisen würde. Oder ich sag mal, das ist die Hauptarbeit. Der Rest ist dann nur noch, dass die Puzzleteile zusammenfügen. Aber das ist der wichtigste Teil bei diesem Beweis dabei.